Hallo, wieder zu der Vorstellung der Spielmodi von Star Wars Battlefront. Und jetzt spielen wir mal die Drop Zone auf Sullust. Und da geht es eigentlich nur darum, dass ständig irgendwelche Pots von dem Himmel fallen, wie im Survival Mode. Und wir die einfach für unsere Seite einnehmen müssen. Ja, das ist eigentlich schon alles. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Grafisch wieder mal eine Wonne, das zu sehen. So, jetzt haben wir auch genug gesehen. Jetzt wird mal geskippt. Und dann gehen wir mal hinein. In die wilde Fahrt. So, und hier werde ich so oft sterben jetzt. Wir müssen halt jetzt diese Pots einnehmen. Die anderen auch. Wir sind... Was sind wir denn? Okay, wir sind vom Imperium. Und schnetzeln hier fröhlich... Rebels weg. Die so ein bisschen dumm in der Gegend rumlaufen, muss man gerade wirklich sagen, eigentlich. Aber gut. Die werden mich schon auch noch erwischen. Da ist doch einer gewesen. Ich habe es doch genau gesehen. Auf was rede ich? Einer. Okay. Aber wir haben den Pod. Wir müssen den jetzt nur noch verteidigen. Den ersten. Okay, und da habe ich auch meinen ersten Kill abgekriegt. Glückwunsch an dich, Kollege. Und wir gehen wieder rein. So, und so spielt sich das Ganze eigentlich die ganze Zeit durch. Jetzt haben die den Pod übernommen. Und wir müssen ihn wieder zurückerobern. Bis eine Seite es geschafft hat, halt diesen Kreis um den Pod komplett auszufüllen. Sobald das geschehen ist, haben wir halt einen Punkt gemacht. Oder die. Was eher wahrscheinlich ist. Sag mal. So. Jetzt habe ich ein bisschen vergessen, wo der ist. Da. Jetzt haben die gleich einen Punkt. Scheibenkleister. Ja, die haben einen Punkt gemacht. Sehr schön. Nicht. Und jetzt kommt der nächste Pot. Beziehungsweise ein neuer Pot. Und der geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Und das Ganze geht halt bis zu einer gewissen Punktzahl. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau... welche Punktzahl das ist, aber ich werde von hinten beschossen. Warum das? Okay. Ja, bis zu einer gewissen Punktzahl geht das. Und dann hat halt die Seite gewonnen, die am meisten Pots geclaimed hat. So. Okay, da hat er sich hingesetzt. Bringt ihm aber nichts. So, ich nehme hier mal den Pod. Den haben wir. Jetzt müssen wir ihn nur noch wieder verteidigen. Und ich krieg Beschuss von der Seite. Ich weiß nicht von wem. Von dem vermutlich. Und der hat einen Thermaldetonator geworfen. Aber den habe ich nicht mehr erlebt. Na, sehr schön. So, die haben ihn schon wieder übernommen. Hier gibt es übrigens auch noch so Löcher. Wenn man da reinfällt, dann kriegt man Damage. Und das nicht zu knapp. Kommt allerdings auch relativ leicht wieder raus. Ja, moin. Ich, was ihr könnt, kann ich auch. Ich werfe euch einfach mal den Detonator entgegen. Okay, wir müssen uns jetzt so ein bisschen beeilen. Ja, jetzt haben die den auch gekriegt. Also ich habe so das Gefühl, dass wir die Runde wohl vermutlich verlieren werden. Den müssen wir jetzt kriegen. Alles andere wäre echt irgendwie doof. Wo ist denn der? Ach, da ist der ja. Ja, schön dran vorbeigelaufen. Sehr gut. Aua. Ah. Ach, ja. Bin ich da hängen geblieben. Verdammte Axt. Naja. Und wieder hinein. Also das Ganze spielt sich so dermaßen actionreich, dass, ja, man weiß quasi gar nicht mehr so genau, wo man ist. Und, versucht eigentlich die ganze... Nein! Versucht die ganze Zeit nur, naja, Gegner zu erwischen. Und eigentlich rennt man die ganze Zeit
nur an. Mal versuchen, ob ich hier von außen so ein bisschen rumkomme. Ah, den habe ich total übersehen. Also ich habe so das Gefühl, die Runde wird relativ schnell verloren werden. Aber das macht nichts. Das macht trotzdem, das bockt so dermaßen. Das ist unglaublich. Also ganz ehrlich, sieht nicht gut aus. Jungs, wir rennen in die falsche Richtung. Weil, sagen wir mal ehrlich, in den 4 Minuten werden wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt in der Lage sein, 3 Pots mindestens zu erobern. Ich weiß gar nicht, ob es dann vielleicht eine Verlängerung gibt, aber... Oh! Guter Schuss. Tja, und auch den haben sie schon wieder zurück übernommen quasi. Da war doch gerade einer. Ach. Meine Güte, nochmal. Naja, aber wie gesagt. Ich, bin nicht unbedingt der Superschütze. Ja. Ich glaube, die Runde werden wir mal ganz locker verlieren. Und da unten liegen aber eine Menge Pickups für uns. Sehr schön. Den nehmen wir mal mit. Und ich habe einen Orbital Strike. Sehr schön. Das heißt, ich kann einmal einen Luftangriff befehlen. Luftangriff im Sinne von Orbitalangriff. Und das werde ich auch gleich tun. Und zwar auf die Position da vorne. Und der ging, glaube ich, voll daneben. Aber ihr seht schon, was da passiert, wenn ein Orbital Strike kommt. Jetzt habe ich mich dummerweise total selbst verraten. Und gegen 2 komme ich nicht mehr an. Ja, ich bin ehrlich schlecht. Aber gut. So ist es nun einmal. Ja, den haben sie auch gleich, wenn wir da nicht ganz, ganz schnell was gegen tun. Hier habe ich noch ein paar Pickups. Was habe ich da Schönes bekommen? Eine Proximity Bomb. Da weiß ich noch gar nicht so genau genommen, wie die funktioniert. Es scheint mir irgendwie so eine Bewegungsmine zu sein oder so. Jo. Hat ja gut geklappt. Heidewitzka. Wie gesagt, gedreht kriegen wir das nicht mehr, aber... Aber ich muss auch mal Sätze zu Ende reden. Aber das macht nichts. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, dass ihr halt sehen könnt, wo das hier, wie es hier abgeht. Und es geht tierisch ab. Oha, und ich komme nicht aus der Ecke. So, hier gehen wir mal hoch. Oha. Haben wir Glück gehabt. Ach. Ja. Also. Hey, wir haben einen bekommen. Schönes Ding. So, wo kommt denn der nächste? Schauen wir mal. Da ist er runtergefallen und wir capturen den gleich mal. Haben wir. Und jetzt müssen wir ihn wieder verteidigen. Tja, und ich sehe im Moment keinerlei... Doch, ich sehe doch Gegner. Ach, Mist. Nur, wie gesagt... Achso, ja, jetzt bin ich gerade mal in so ein Loch gefallen.
So, aber das war's. Und gleich steht riesengroße Defeat vermutlich in der... Oh ne, gar nicht mal. Jetzt. Ah, jetzt müssen wahrscheinlich noch alle unsere Leute tot. Ne, ich kann immer noch... Okay, warum jetzt aber? Ja. Gut, macht nichts. Verloren. Wie gesagt, es ging erstmal hauptsächlich darum, halt zu zeigen, was denn hier überhaupt so los ist. Ja, und dann danke ich mir, bedanke ich mich fürs Interesse. Glückwunsch an die drei da. Und ja, wir sehen uns gleich im nächsten Video, wo es dann um den Walker Assault gehen soll. Bis gleich. Ciao.